Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu 6 Carpador gegen Pokémon Gelb. Ja, ich habe nachgeguckt, wo es den Coin Case gibt und der Coin Case befindet sich in Prismania City. Irgendwo in Prismania City. Ich bin nicht wirklich schlauer geworden. Ich weiß, dass es im Restaurant von Prismania City sein soll. Allerdings, wo hier das Restaurant von Prismania City sein soll, das sagt einem natürlich auch keine Sau. Warte mal, ist das etwa da unten? Ist das etwa eins von diesen Gebäuden hier? Das wäre vielleicht sogar rein theoretisch möglich. Oh, das sieht mir nach einem Restaurant aus. Guten Tag. Oh, gut, der Coin Case. Ja, das ist wirklich wunderbar. Hätten wir das mit dem Coin Case auch geklärt, bin ich sehr froh. Okay, ja, gut. Dann würde ich mal sagen, geben wir Gas. Denn in dieser Folge habe ich mir vorgenommen, ich würde doch gerne mal Richtung Fuchsania City gehen. Major Bob, der kann sich noch ein bisschen gedulden. Man soll ja auch nicht immer so überhastet sein. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, Fuchsania City, let's go! Oh Mann, ob das eine gute Idee ist, ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich glaube, wir machen das. Wir machen das einfach. Gar kein Problem, easy peasy. So. Den Typen haben wir besiegt, das heißt, wir können einfach easy peasy durchfahren. Das Fahrrad ist auch richtig, richtig schnell, ey. Holy moly, ey. Ist das schnell, ey. So. Die Leute hier kann ich schön auslassen. Braucht ja sowieso niemand hier. Guck mal, ich rase hier einfach durch, gar kein Problem. Okay. Eieieiei. Habe ich mir das wirklich gut überlegt? Den Typen habe ich ja schon platt gemacht. Habe ich überhaupt ein gutes Team dabei? Ja, das übliche Carpador-Team, würde ich mal so sagen. Okay, auf nach Fuchsania City. Können wir es schaffen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Aha. Interessant. Kann ich mich hier vorbei sneaken? Ja, das dürfte eigentlich gehen. Da bin ich fast falsch gelaufen, aber den Typen haben wir hier rigoros ausmanövriert. Ah, das hier sieht auch noch relativ easy aus. Gefährlich, Fräulein, gefährlich, wie sie stehen. Oh, gegen den Typen werden wir kämpfen müssen. Eieieiei, und gegen sie da werden wir auch kämpfen müssen. Das könnten harte Gegner sein. Kann ich den vielleicht mit Zerschneider ausweichen, wenn ich hier dann durchs hohe Gras gehe? Das wäre möglich, aber ich werde wohl oder übel kämpfen müssen. Okay, komm. Komm, den machen wir. Den machen wir. Er hat Vogel-Pokémon. Vogel-Pokémon, was sollen Vogel-Pokémon schon können? Es sind Vogel-Pokémon. Und er hat zwei Stück. Es ist ein Taubsi Level 29? Wieso ist das doch ein Taubsi, mein Freund? Kollege, ich glaube, du hast den Sinn dieses Spiels nicht so ganz verstanden. Wieso ist dein Taubsi Level 29? Du könntest längst schon ein Tauboga sein. Vielleicht sogar schon ein Taubos. Oh, der Flügelschlag. Aber es ist halt nur ein Taubsi. Es ist halt nur ein Taubsi. Da kommt der Wirbelwind. Ich treffe aber auch nicht so richtig. Jetzt habe ich ja noch einen zweiten Sandwirbelwind. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Und jetzt habe ich so noch einen dritten Sandwirbel drin. Okay, ich werde dann mal auswechseln. Und zwar auf Flo. Los, Flo, du Giga-Carpador. Da kommt der Ruckzuckieb. So, dann wechseln wir wieder zurück. Wenn jetzt kommt sofort wieder Sandwirbel. Das war so klar. Das war so klar. Du bist so ein mieser kleiner Pokémon-Trainer. Aber das rettet dich auch nicht. Dein Taubs ist jetzt nämlich down. Oh oh. Oh oh. Ein Tauboga Level 29 und ich treffe natürlich instant nicht. Was ist denn hier los, ey? Oh oh.
Da habe ich jetzt den zweiten Sandwirbel drin, das ist nicht gut. Und da kommt auch noch der Ruckzuck-Hieb. Alter, das war ein Crit und ich treffe mich. Was ist denn hier los? Ich muss wieder auswechseln, es hilft nicht. Ich wechsle auf Gabi. Alter. Habe ich mich da vielleicht ein bisschen übernommen? Jetzt schon runter zu gehen, ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Oh, das macht ja quasi gar keinen Schaden. Eieiei. Aber ich sag mal so. So langsam? Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Gelber Bereich. Oh, da kommt aber der Windschuss. Ich glaube, das könnte es sogar schon gewesen sein. Eieiei, nein, das ist es nicht. Okay. Den schaffen wir, den Dude. Den schaffen wir. Den schaffen wir. Da kommt der Ruckzuck-Hieb. Wenn es kein Crit ist... Ja, guck mal. Nochmal der Ruckzuck-Hieb. Der will es aber wissen, ey. Und das war jetzt nämlich ein Crit. Holy moly, ey. Aber den schaffen wir. Den schaffen wir. Da kommt nochmal dieser verzweifelte Sandwirbel. Oh, der Typ will es wirklich wissen. Der Typ will es wirklich wissen und ich treffe natürlich nicht. Es ist nicht zu glauben. Alter, was ist denn hier los? Ein Sandwirbel und du triffst gar nichts mehr hier. Das ist ja nicht zu glauben, ey. Alter, ich muss gleich zurück ins Pokémon Center. Holy shit, ey. Alter. Nein! Ich hab Flatscher gemacht! Nein, ich hab Flatscher gedrückt! Ich wollte es nicht. Jawohl, Crit. Ciao, Ziku. War schön mit dir. Tani könnte die Erfahrungspunkte wirklich gut gebrauchen. Ja, komm. Easy. Easy. Komm schon, Carpadori, ihr macht das. Alter, war das Schaden. Und? Nein! Es reicht nicht! Nein! Alter! Oh Gott. Gut. Ja, dann muss Dani wohl hier regeln, ne? Würde ich mal so sagen. Oh Gott. Wirbelwind. No. Jawohl. Alter. Boah. Huh. 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 Boah. Easy. Gar kein Problem. Das war das Einfachste von der Welt. Alles klar, ciao, ich gehe mal. Es war schön mit euch. Ich, nun. Ja, also. Das war ein Battle. Puh, das war gar nicht mehr so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo gehe ich denn jetzt am besten zurück, ey? Was ist denn schneller? Wahrscheinlich ist Lavandia schneller, oder? Ich gehe mal ganz stark davon aus. Eieieiei. Holy moly, ey. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt dann noch durchs hohe Gras und so gehe, das, ja. Holy shit, Reno, ey. So, hier vorbei. Den habe ich eh schon besiegt. Alter, war das ein Kampf. Okay, es ist wirklich eine interessante und auch gute Idee, jetzt schon nach Fuchsania City da unten zu wollen. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht mehr so ganz sicher. Alter. Aber man muss sagen, der Trainer war schon ein bisschen unfair mit seinem ganzen Sandwirbelgedöns und so. Aber wenn ich jetzt nach jedem Trainer hier zurücklaufen muss, dann wäre es vielleicht doch schlauer, ich trainiere offscreen und mache einfach mal Major Bob weg. Ja, wobei, das bringt mir eigentlich auch nichts. Dann stehe ich vor Erika und gucke noch dümmer aus der Wäsche. Also, Major Bob jetzt krampfhaft zu besiegen, bringt mir eigentlich nicht so wirklich viel, weil dann stehe ich halt vor Erika und Sabrina und gucke halt noch dümmer aus der Wäsche. Das ist halt wirklich, also, es hat ja schon einen Grund, wieso ich da unten hin will. Wegen Surfer und Stärke halt. Speziell natürlich wegen Surfer. Ja, wobei, ich müsste eigentlich zumindest so weit kommen, dass ich Fliegen auch so weit benutzen kann. Das heißt, ich muss eigentlich eh... Es ist eine Zwickmühle. Oh, lol. Nein, das wollte ich nicht. Tut mir leid. No. Ich bin in einen Trainer reingelaufen. Ich habe nicht aufgepasst. Ja gut. Ah, komm ey, das ist ein Angler. Der wird schon nicht so mega krass stark sein. Ein Tentacher, guck mal.
Ja, erstmal unnötig in einen Trainer reinlaufen. Das ist das Beste, was man hier auf jeden Fall machen kann, gleich zu Beginn. Aber dieses Tentacha... Nein. Darauf lasse ich mich gar nicht erst ein. Vergiss es, Tentacha. Nein, das mache ich nicht. Das ist ganz vergessen. Giftstachel. So. Und dann wechsle ich schön wieder zurück. Das kannst du vergessen, Tentacha. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Oh nein, Gen 1 Wickel. Willst du mich jetzt verarschen? Tentacha, bitte. Tentacha, nicht den Gen 1 Wickel. So, sehr gut. Hätten wir das Tentacha erledigt. Ein Goldini, ja komm. Goldini machen wir mal eben gerade weg. Level 24, gar kein Problem. Sag mal. Also ich verstehe ja, dass wenn ich mit Carpadon kämpfe, ich jetzt nicht der edelste Trainer bin. Aber was seid ihr bitte für Flaschen? Was seid ihr bitte für Flaschen? Ihr kämpft ja nur mit Superschall und so einer Scheiße. Superschall, Sandwirbel. Sag mal, könnt ihr auch mit Ehre kämpfen? Was ist denn das hier für ein Trainergesocks, was hier auf der Route nur rumlungert? Hallo, kämpft mal ein bisschen mit Ehre hier. Was? Also, ist ja wohl der Frech. Ernsthaft. Schnabel. So, ich wollte gegen dich jetzt eigentlich überhaupt nicht kämpfen, aber es ist jetzt nun mal passiert. Was soll man machen? Die anderen leveln aber auch nicht, ne? So. Heieiei. Ein bisschen aufpassen sollte ich jedoch, sonst werde ich hier noch in Kämpfe verwickelt, die ich vielleicht gar nicht führen will. So, dann wollen wir mal. Aber wenn wir schon so weit sind, dass wir da unten an der Ecke sind, dann sind wir echt schon verdammt weit. Dann haben wir sogar schon eigentlich so gesehen die Hälfte des Weges eigentlich schon geschafft hier. So, wir halten uns hier auf der rechten Seite. Jetzt sind wir nämlich schon hier unten an der Ecke, ne? Ja, dann haben wir quasi schon die Hälfte des Weges geschafft. So, jetzt müssen wir noch sie hier besiegen. Ich hoffe, das geht klar. Solange sie, also, wenn sie Elektro-Pokémon hat, wird es schwer. Ansonsten sollte es eigentlich machbar sein. Ach du Scheiße. 5 Pokémon, aber sie sind nur Low-Level. Okay, die schaffen wir, Freunde. Gar kein Problem, die schaffen wir. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Okay, da wechseln wir aus und lassen das Gabi erledigen. Ein bisschen AP müssen wir auch sparen. Aua, das tut doch weh. So, wir schlagen uns durch. Gott, ey. Eieiei, ich bräuchte irgendetwas, was die AP auffüllt. Wahrscheinlich habe ich sowas, aber ich habe es irgendwie abgelegt oder so bestimmt. Ja, Heuler, herzlichen Glückwunsch, heul du mal. Dann überlebst du sogar noch eine Attacke. Ja, gut, aber noch einen überlebst du nicht, mein Freund. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, ein Rattata. Ja, da möchte ich wechseln. Ich schicke mal Ziku ins Rennen. Die beiden Heuler, damit möchte ich so nicht weiterkämpfen. Schauen wir mal, wie viel Schaden Ziku so machen kann. Nix. Oh Gott, Hyperzahn! Oh. Alles klar. Ja, Ziku, sorry. Du musst jetzt leider drin bleiben. Ich kann nicht riskieren, dass ein Hyperzahn auf Marco... Okay, Ziku ist ein bisschen salzig, macht aber nichts. Alter, Ziku. Ziku, Ziku. Jawoll. Noch richtig hart Schaden hier. Ein Crit. Focus Energy, Ziku. Alter. Alter.
Jetzt geht's aber los, oder was? Was macht das Ratata? Das verliert noch! Es choked. Es choked sich zu Tode. Zico macht das noch! Das gibt's nicht, es choked! Das ist ja unglaublich! Oh, fast! Lol, es choked. Tja, Zico sagt sich so, ne, ich werde nicht geopfert, ich mach das einfach mal weg hier. Ich mach das einfach mal weg. Ja, und ich wechsle aus, weil mir dieses Gepiepe übelst auf die Nerven geht. Ne, hier wird keiner zurückgelassen, gar kein Problem, ey. Ja, auch deinen Ruckzuckhieb kannst du dir sonst so hinstecken. Bam. Das Topsy ist ein bisschen verzweifelt, glaube ich. Es ist ein bisschen verzweifelt. Ja, das ist jetzt nur noch, das ist jetzt nur noch verzweifelt. Das kann man nicht anders sagen. Boah, Alter, war es das jetzt oder? Oh, noch eins, ey, ein Mauzi noch. Nein, ich möchte drin bleiben. Das Mauzi ist mit etwas Glück ein Two-Hit-KO. Jetzt ist es kein Two-Hit-KO mehr, aber ich werde trotzdem noch einmal hier drauf kloppen. Ja, Biss kannst du von mir aus machen. Boah, Alter, nächster Trainer geschafft, sehr gut. Boah, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Ich würde sogar sagen, ich verwende einen Trank. Ich verwende noch einen Trank. So wenig machen Tränke nur. Ich habe Angst, ey. Ich habe... Okay. Okay, da oben steht schon mal eine. Eieieiei. Ah, hier ist eine Sackgasse, aber hier ist doch bestimmt was, oder? Haha, ein Calcium, aber ich habe keinen Platz mehr für Items. Das ist natürlich ärgerlich. Tja. Ein Max-Ether. Können wir noch irgendwas wegwerfen oder so? Heil-Items würde ich jetzt ungern irgendwie verschwenden oder so. Hier kommt Burn-Heal. Burn-Heal. Ganz ehrlich, wer braucht Burn Heal? Niemand braucht Burn Heal. Dann nehme ich doch lieber ein Calcium mit. So, an ihr hier vorbei. Oder ich könnte versuchen, mich hier rum zu sneaken. Ich weiß aber nicht, ob ich dafür vielleicht nicht doch bestraft werde. Ja. Okay. Könnt ihr vielleicht noch was sein? Trainer Tipps! Okay. Wir müssen an diesem Typen hier vorbei. Ja. Ich glaube, wir müssen an diesem Typen auf jeden Fall vorbei. Eieieiei. Was gucke ich mir eigentlich mit meinem Team so an? Ich habe 6 Carpador. Was soll man da sagen, ey? Oh, bitte, hab keine weiterentwickelten Pokémon. Sonst habe ich aber echt ein Problem, ey. Ach, 4 Stück. Ein Taubsi, Level 26. Das ist okay. Das ist tatsächlich okay. Die Ruckzuck-Hieb-Strategie also. Ich verstehe. Ich verstehe. Oh Mann, ey. Ah, sehr gut. Der Windstoß. Oh, auch eine sehr, 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 sehr edle Möglichkeit, möchte ich fast schon sagen. Und dann noch der Ruckzuckhieb. Ja. Was ist denn? Was ist denn mit... Also, ich wollte schon sagen, was ist denn hier mit Marco los? Also irgendwie schwächeln wir hier. Oh, ein Tauboga. Ein Tauboga. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen härter. Ein Tauboga. Aber es ist nur Level 26. Was ist denn los?
Wieso trifft Marco den gar nicht mehr? Also irgendwie? Machen wir Sorgen? Ja, sehr gut. Oh, ein Crit. Ein Crit. Okay, da sollte ich doch am besten... Ja, wobei... Ich muss ihn eigentlich jetzt finishen. Es ist ein fucking Tauboga. Das könnte sonst echt noch gefährlich werden. Ein Habitak. Moment, kommt danach ein Ibitak? Oh shit, ey. Ich habe gerade Angst, dass danach ein Ibitak kommt. Danach wird wahrscheinlich ein Ibitak kommen. Danach wird wahrscheinlich ein Ibitak kommen. Eieieiei. Oh, perfekt. Perfekt. Dann werde ich jetzt nämlich auswechseln. Und zwar auf Dani. Weil ich werde Marco jetzt ein bisschen heilen müssen, weil ich vermute sehr stark, dass gleich ein Ibitak kommt. Ich vermute sehr stark, dass hier gleich ein Ibitak kommt. Deswegen benutze ich tatsächlich mal einen Supertrank. Ja, das macht nichts. Das macht nichts. Max Ether füllt die AP doch auf, oder? Ich glaube schon. Ich lasse hier auch mal nichts anbrennen hier. Alter, kommt hier gleich das Ibitak? Wie viel AP hast du noch? Noch 6. Das reicht niemals für ein Ibitak. Okay, okay, okay. Wir machen das. Tackle bitte. Okay. Alles klar. Okay, jetzt kann Ibitak kommen. Mal gucken, ob Dani noch das Habitat finishen kann. Es sieht tatsächlich so aus. Ja, Mirror-Move bringt dir nichts. Du musst schon auf meinen Angriff warten. Okay. Kommt das Ibitak? Kommt das Ibitak? Das ist Ibitak, oder? Da ist es. Level 26er Ibitak. Okay, Dani, komm schon, gib alles. Gib alles! Oh Gott. Oh Gott. Da kommt das Ibitak. Oh, das war ein Critical Hit. Oh, das wird Dani nicht schaffen. Eieieiei. Eieieiei. Okay. Marco, das Giga-Carpador muss ran gegen dieses Ibitak. Jawohl. Erstmal mit dem Crit beginnen. Finde ich gut. Na, Tackle. Tackle ist okay. Tackle kannst du ruhig machen. Habe ich nichts gegen, Ibitak. Jawohl. Oh, das ist gefährlich. Stopp. Stopp. Aufhören. Sehr gut. Der Heuler. Das kommt zu spät. Das kommt zu spät. Jawohl. Oh, wir haben es geschafft. Holy moly. Boah, Alter. Es war eine Sackgasse. Nein. Nein. Es war eine Sackgasse. Ich hätte nicht gegen die kämpfen. Wir müssen hier oben rum. Oh, nee, ey. Auch komm schon, Leute. Scheiße. Da müssen wir gegen den jetzt wahrscheinlich kämpfen, oder? Nein, müssen wir nicht. Oh. Oh. Komm schon. Komm schon, bitte. Bitte. Ja. Bin ich zu gierig? Hohoho. Oh, Freunde. Oh. Moment, es geht hier immer noch weiter runter. Oh, shit, ey. Oh, hier bin ich. Aber das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Kein Problem. Easy. Easy. Der Blub macht das. Ja. Aber hier, guck mal, wie ein Meister. Wie ein Meister. Oh. Okay. Ah, das ist easy. Das ist easy. Das machen wir.
Das machen wir. Wir gehen einfach durchs hohe Gras. Wir haben es gleich geschafft. Hallo, Blutzuck. Du hast aber eine recht ungesunde Farbe, Blutzuck, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wir machen das. Hohoho. Aber gar kein Problem. Gar kein Problem. Ja, wildes Pokémon macht nichts. Wildes Pokémon macht nichts. Ein Mirapla. Ja, Mirapla, dich habe ich eigentlich oben gesucht. Oh, Alter, hier ist ja... Oh, was ist denn das hier für... Was ist denn das für eine bewachte Route? Aber, Freunde, mich kriegt der nicht. Mich kriegt er nicht. Hallo, Knuffensa. Ja, mein Pokédex füllt sich auf jeden Fall schon mal mit Pokémon, die ich gesehen habe. Das ist jetzt nicht so das Problem. Okay. Ja, stellt sich mir noch jemand in den Weg? Tatsächlich. Nein! Das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Ich wollte sie umgehen! Ich habe mich verklickt! No! Oh, please! No! No, 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 nein! Drei Pokémon, bitte nicht! Bitte nicht, bitte nicht, bitte... Ein Knuffenser, warum? Oh, komm schon, Leute! Oh, nein! Oh, nein! Scheiße. Oh, fuck. Ich habe mich verklickt. Ich wollte nicht in sie reinrennen, aber es macht zum Glück nicht Rankenhieb. Oh Gott. Okay. Das ist gerade jetzt nochmal gut. Ja, bitte kein Pflanzen-Pokémon. Bitte kein Pflanzen-Pokémon. Bitte kein... Das kann Absorber. Das kann Absorber. Dieses Scheißding kann Absorber. Marco, du musst das jetzt machen. Es macht nicht Absorber, es macht Säure. Sie choken. Sie choken. Meine Verteidigung ist unten. Das ist mir egal. Komm schon. Nein. Giftpuder. No. Komm schon, bitte. Ja. Oh. Ja, ich muss wechseln. Ich muss Tanimarade dahin stellen. Ich habe echt Probleme. Alter. Hi. Ich muss mal gerade ein Gegengift benutzen. Scheiße. Ich habe verloren. Das war's. Fuck. Tangela kann Rankenhieb. Das war's. Ich habe mich verklickt. Ich habe mich verfucking klickt, ey. Oh, ärgert mich das. Ich habe mich verklickt. Ärgert mich das. Ja, das kann. Das Tangela werde ich wahrscheinlich nicht besiegen können. Keine Chance. Er wird Rankenhieb machen und mich einfach richtig hart wegmachen. Ja, keine Chance. Das war's. Das war's. Keine Chance. Ich hab mich verklickt. Das ist unglaublich. Ja, das war's. Diesen Kampf werde ich nicht gewinnen können. Das heißt, ich werde zurück teleportiert. Oh, nee, ey. Ja, gut. Irgendwann musste das passieren. Irgendwann musste das passieren. Ich könnte jetzt doch versuchen, das irgendwie hinauszuzögern, aber... Ich weiß nicht, bringt das was... Ah ja, gut, das bringt nichts. Ja. Ja, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Ich hab mich verklickt. Ich hätte es geschafft. Oh, ist das ärgerlich. Ich wollte ein Feld nach oben gehen und hab aus Versehen ein Feld nach links. Oh, ist das ärgerlich, ey. Ich hätte es echt geschafft, ey. Aber was mich jetzt interessieren würde... Wenn ihr mich jetzt gleich abzieht, und das wird ja passieren, muss ich dann theoretisch gegen sie nochmal kämpfen? Alter, ist das ärgerlich, ey. Ist das Klammergriff? Ist das hier in Gen 1 auch noch so mega overpowered?
Nein, ach jetzt, ja. Ich verklick mich jetzt nur. Heute ist der Wurm drin. Heute ist einfach absolut der Wurm drin. Ja. Keine Chance. Keine Chance. Ja, das ist auch in Gen 1 hier absolut broken, das hier. Darf ich es noch einmal Tackle machen? Dankeschön, das ist weh. Ach, das macht ja gar keinen Schaden, ey. Oh Mann, ey. Tja, hätte ich mich nicht verklickt, hätte ich es tatsächlich geschafft, ohne zu sterben. Aber ich habe mich verklickt. Ich habe mich schlicht und ergreifend verklickt. Ach, ja. Sag mal, verschenkt Tangela das noch, oder wieso machst du nicht Rankenhieb? Bist du doof? Wieso machst du nicht Rankenhieb? Tangela? Oder Absorber oder so? Also ich will jetzt keinen Tipp geben, aber... Okay, das war's. Aua, aua, Schmerzen. Oh, Tangela! Tangela choked! Tangela choked! Oder? Choked Tangela? Warte mal. Hab ich noch... Macht eine Limonade mehr als ein Supertrank? Ich bin gerade überlegen, ob ich das noch gewinnen kann. Limonade. Alter. Tangela gibt das noch weg, oder was sagst du? Tangela gibt das noch außer Hand. Ja, mach das ruhig. Komm schon, Carpador. Nein! Nein! Aber ich bin noch einmal dran, oder? Das überlebe ich, wenn sie nicht krittet. Ich... Oh, ja! Am Arsch verreckt. Alter. Alter, war das knapp. Alter, war das knapp. Ich hab's geschafft, oder? Alter, bin ich gut oder bin ich gut? Holy shit, guckt euch dieses Team an. Ach du Scheiße. Ich will zum Pokémon Center. Bitte lass mich zum Pokémon Center. Bitte lasst mich nur zum Pokémon Center. Ich möchte mit niemandem reden. Ich möchte mit niemandem reden. Ich möchte nur zum Pokémon Center. Von dieser Seite komme ich nicht zum Pokémon Center. Oh Scheiße, ey. Alter, ich... Dieses Tangela hat es echt noch außer Hand gegeben. Es hätte nur Rankenhieb spammen müssen. Oder Absorber. Stattdessen macht es die ganze Zeit Wickel. Wie dumm ist dieses Tangela, bitte? Und damit haben wir jetzt Fuchsane City für später für Fliegen freigeschaltet. Oh. Ich dachte echt, das war's. Ich dachte echt, das war's. Alter, ey. Ey, ungeschlagen bisher. Ungeschlagen mit 6 Carpodon. Ich möchte es nur noch mal sagen. Okay. Hier ist doch der Typ, der seine Goldzähne möchte, oder? Bist du das nicht? Ja, genau. Du möchtest die Goldzähne. Und er gibt uns dafür, glaube ich, Stärke. Was wir noch nicht benutzen können. Aber er gibt uns, glaube ich, Stärke. Also wenn wir ihm die Goldzähne bringen, kriegen wir Stärke. Und Surfer finden wir da drin auch noch. Was ist hier? Ach lol, warte mal. Bist du nicht der Typ, der uns die mega geile Angel gibt? Jawoll. Ja, easy. Haben wir auch einfach mal alle drei Angeln bekommen? Warum eigentlich nicht? Oh, sehr gut. Dann macht es gar nichts, dass diese Folge hier leicht überlängert. Dann werde ich jetzt noch ein paar Items gerade ablegen. Und ich werde mich dann vor der Safari-Zone positionieren, weil in der nächsten Folge heißt es dann Goldzähne und Surfer suchen. Damit wir halt Surfer und Stärke schon mal haben. Da kann ich da schon mal einen dicken, fetten Haken hintermachen. Der Grund ist auch, warum ich diesen ganzen Kram jetzt schon hole. Ich brauche auf jeden Fall Zeit, weil ich bin zwischen Weihnachten und Neujahr nicht da. Diese Folge wird, glaube ich, weit, weit aus später kommen. Ich halte gerade nochmal, einfach weil ich es kann.
Aber ich brauche halt extreme Vorlaufzeit, um halt die ganzen Carpador auch zu trainieren, weil ich werde nicht drum rumkommen, die vielleicht alle auf Level 100 trainieren zu müssen. Also Major Bob schaffe ich, glaube ich, noch relativ zeitnah, aber Erika wird halt echt ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich Erika schaffen soll. Ich weiß es nicht. Mit 6 Carpador und Level 100 schaffe ich damit vielleicht Erika? Vielleicht schaffe ich damit auch Sabrina? Bei Koga wird es dann schon ein bisschen schwierig. Und, also ja, mal gucken, wie weit ich mit den 6 Carpadoren so komme, ohne weitere Glitcherino-Hilfe. Ich wollte hier nicht, nein, das wollte ich nicht, nein, ich wollte doch nur ein paar Items ablegen. So, und zwar, die Superwatt brauche ich nicht. Ich brauche auch diese ganzen TMs nicht. Jedenfalls benötige ich sie aktuell noch nicht. Vielleicht will ich sie später noch brauchen, wer weiß. So, legen wir das auch noch ab. Was können wir denn noch ablegen? Das hier eigentlich auch noch. Ja, das müsste auch reichen. Gut, dann begebe ich mich noch in die Ausgangsposition für die nächste Folge. So, warte mal, war das hier? Ne, das hier ist doch noch nicht die Safari-Zone, oder? Hä? Ne, das hier ist irgendwas anderes. Die Safari-Zone war doch da oben, oder? Ich meine schon. Sag mal, wollt ihr mich alle verarschen mit euren dämlichen Zerschneiderbüschen? Guck mal, das hier müsste doch die Safari-Zone sein. Jawohl. Alles klar, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, ich habe mein Ziel für diese Folge erreicht. Ich habe tatsächlich mit Hängen und Würgen Fuchstiny City erreicht und freigeschaltet. Und in der nächsten Folge, wenn alles nach Plan läuft, gehen wir in die Safari-Zone, holen uns die Goldzähne, damit wir schon mal Stärke geschenkt bekommen. Und wir holen uns auch Surfer, damit wir halt schon mal für später Surfer haben. Und dann kann das große Offscreen-Training beginnen. Und dann können wir uns mal an Major Bob versuchen und uns endlich den dritten Orden holen. Auch wenn wir dann wahrscheinlich noch nicht Fliegen einsetzen können. Wahrscheinlich können wir dann erst Blitz benutzen. Wir müssen wahrscheinlich erst Erika besiegen, um Fliegen einsetzen zu können. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Major Bob und Erika, das werden auf jeden Fall zwei Hürden, die es mit 6 Carpadouren erstmal zu bewältigen geht. Besonders bei Major Bob haben wir noch den Nachteil, dass wir nur 5 Carpadouren benutzen dürfen, weil das 6. Teammitglied muss ja eins sein, was den Zerschneider einsetzt und mit dem dürfen wir ja nicht kämpfen. Oh shit, das könnte bei Erika auch der Fall sein. Braucht man da nicht auch Zerschneider, um da überhaupt erstmal hinzukommen? Oh scheiße, da haben wir auch da nur 5 Carpador und nicht 6. Oh, 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 das könnte interessant werden, sag ich mal. Aber nächste Folge erstmal schön chillig die Safari-Zone. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann und ciao.